Er hatte Wechsel angekündigt und gesagt, wir brauchen ein neues Fundament. Und gehandelt hat Timo Rost aus Coach gleich mal richtig und seine Startelf auf links gedreht. Übrig geblieben sind vier Spieler, Klevin, Kansa, Schreck und Stefaniak vom 1:5 gegen Wiesbaden. Gleich 7 Wechsel, das nenne ich mal konsequente Runderneuerung. Aues Fans, die mitgereist waren, die 600 Kilometer trotz der aktuellen Situation in guter Stimmung und in Erwartung des ersten Angriffs der Saarbrücker, aktuell Tabellendritter, noch ohne Gegentor in dieser Saison. Neudecker mit der ersten Aktion, Klevin sicher. Das ist wichtig für die Abwehr der Veilchen, die heute ganz in Weiß von links nach rechts beginnt. Was hat der FCE in der Offensive zu bieten? Einige Umstellungen. Stefaniak orientiert sich mehr in die Mitte. Das bringt Platz für Barilla. Erste gute Aktion. Erster Eckball für die Gäste, der allerdings nichts einbringt. Saarbrücken übernimmt dann so langsam die Kontrolle über dieses Spiel. Oftmals über Rabic. Über die rechte Seite und jetzt Achtung, Handspiel, ja oder nein, Günther Schmidt mit dem Schuss und Sorge mit der Hand. Sie werden in der Wiederholung es deutlich sehen, aber der Pfiff, der blieb aus und Uwe Koschinat, Saarbrückens Trainer, nahm es sichtlich gelassen. Ging auch relativ schnell, aber Aue in dieser Phase im Glück. Sie greifen ab der Mittellinie an und das konsequent. Und das bringt Saarbrücken in Bedrängnis. Sie haben Probleme, den freien Mann zu finden. Das sieht man hier in dieser Szene ganz, ganz genau. Aue steht richtig tief. Aue steht aber auch richtig gut. Dann Foul von Stefaniak an Gorzel. Zeigt aber auch, sie sind da. Sie sind präsent in den Zweikämpfen. Hier hat aber Stefaniak keine Chance, an den Ball zu kommen. Bei Standards ist Saarbrücken gefährlich. Das weiß sicherlich auch der FC Erzgebirge Aue. Das ist eine Variante. Und da ist Klevin im Nachfassen. Er hat den Mut, rauszukommen und er wird belohnt. Philipp Klevin, 8 Gegentore bislang. Das hat weder ihm noch dem Torhüter des FC Erzgebirge gefallen. Aue stört früh, immer an der Mittellinie sind sie da. Foul an Pius Kretschmer, Saarbrücken im Aufbauspiel gestört. Aber über links, da kommen sie jetzt. Über Neudecker, Barilla kann ihn nicht stören. Nächste Chance per Kopf von Rabic. Unser Brücken mit dem nächsten Angriff. Stefaniak im Mittelfeld wird viel um den Ball gefightet. Wieder ein Freistoß kurz hinter der Mittellinie, aber sie hauen sich in alle Bälle rein. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis, zumindest in den ersten 20, 30 Minuten. Aue ist wach, Aue ist da, aber verliert hier Saarbrücken ein wenig aus dem Auge. Aber Klevin ist da, Günther Schmidt per Kopf, konnte aber auch nicht platziert den Ball in Richtung Auer Tor bringen. Immer wieder das gleiche Bild. Saarbrücken sucht eine Anspielstation. Und Aue macht es ihnen schwer. Vielleicht mal einen Konter setzen. Vielleicht mal jetzt. Jastremski allein vor Barz. Scheitert am Saarbrücker Torhüter. Bislang noch ohne Gegentor in dieser Saison. Daniel Barz bewahrt
Saarbrücken vor dem Rückstand. Aue mit der Riesenchance durch Jastrzemski. Legt sich den Ball ein bisschen weit nach links auf den schwachen Fuß. Riesenchance vor Top. Aber sie haben Mut gefasst. Wieder Jastrzemski auf der linken Seite zum Ende der ersten Halbzeit. Aue mit mehr Bewegung im Angriffsspiel. Und sie kommen zu der einen oder anderen Möglichkeit, auch wenn diese Chance hier mehr oder weniger verpufft. Uwe Koschinat, ja, mit Platz 3. Da wachsen natürlich Erwartungen hier in Saarbrücken gegen Aue. Die Mannschaft, die bislang noch nicht zu ihrem Konzept gefunden hat in dieser dritten Liga, müssen heute 3 Punkte her. Das ist die Erwartungshaltung der Saarbrücker. Und Aue braucht ein Erfolgserlebnis. Und das können sie sich hier vielleicht verschaffen. Kurz vor der Pause. Foulspiel an Tashi und Freistoß. Chance für einen der Skat. Marvin Stefaniak gegen Daniel Barth im Saarbrücker Tor. Stefaniak, der liegt gut, aber Barth hat den Braten nicht. Er war scharf, er war platziert, aber auch halb hoch. Gute Torwarthöhe. Keine Tore zur Pause. 0:0. Knapp 10.000 Zuschauer im Ludwigsparkstadion von Saarbrücken. Die zweiten 45 Minuten sieht aus wie ein harmloser Ball, aber der wird noch mal gefährlich. Barilla klärt per Kopf übers eigene Tor. Sicher ist sicher. In der ersten Halbzeit war es zumeist die rechte Seite, die Saarbrücken bespielte. Aber auch die Seite hat Aue jetzt gut zugekriegt. Sie stören früh, aber die erkämpften Bälle sind auch wieder schnell weg. Nächste Möglichkeit. Und Kansa prüft da seinen eigenen Torhüter. Neudecker wollte da Kuni frei spielen, aber Kansa hatte was dagegen. Aue in der Offensive zu Beginn der zweiten Hälfte harmlos. So muss man es deutlich sagen. Saarbrücken zielstrebiger, auch wenn sie keine echte Torchance in der zweiten Halbzeit sich bislang erarbeiten können. Aber vielleicht jetzt. Ein Foul? Nein, sagt Dr. Robin Braun. Der Referee bislang mit einer super Leistung liegt auch in dieser Szene völlig richtig. Tölke wird da gefoult, aber kein Foulspiel im Sinne eines Strafstoßes. Die Ecke wurde schnell ausgeführt. Klevin fliegt da am Ball vorbei. Saarbrücken jetzt mit einer Drangphase, die Aue unbedingt überstehen muss. Vielleicht geht ja mal was nach vorne. Tashi mit dem Schuss aufs kurze Eck. Ihm gelang nicht viel. Es gab auch wenig Möglichkeiten für den Angreifer des FC Erzgebirge. Es gab in jeder Halbzeit eine Trinkpause. Es war hier sehr warm im Südwesten Deutschlands. Und Aue wechselt. Zuvor ging bereits Stefaniak. Knesewitsch kam für ihn und jetzt kommt Nazarov, Hut und Besong in die Partie. Also noch mal ein bisschen Offensivfrische beim FC Erzgebirge. Sie greifen jetzt früher an, sie stören früh und sie haben jetzt ihre Möglichkeiten. Besong erstmal den Ball unter Kontrolle kriegen. Besong! Wow, das knapp. Da hätte sich der Wechsel fast ausgezahlt. Besong, die Leihgabe aus Nürnberg mit dem scharfen Schuss. Da hätte Barth noch seine Probleme gekriegt, wäre der richtig aufs Tor gegangen. Aue jetzt wacher zum Ende dieser Partie.
Aber Saarbrücken gehen auch langsam die Kräfte aus. Aber nicht Jakob. Nicht Jakob. Er zielt ein bisschen weit drüber. Klevin sauer, weil seine Vorderleute jetzt nicht mehr richtig mitmachen. Jakob kommt da relativ frei zum Schuss. Auch er bei Saarbrücken eingewechselt. Nächste Möglichkeit. Fallrückzieher Kuni. Und er trifft den eigenen Mann Klevin mit einem schnellen Abschlag. Regt sich darüber auf, dass hier das Spiel unterbrochen wurde. Aber zu Recht. Denn Tölke blutet aus dem Mund. Natürlich getroffen vom eigenen Mitspieler. Aber in dieser Phase muss man so ein Spiel unterbrechen. Klevin sah dann für sein Meckern auch noch gelb. Und Uwe Koschinat sortiert nochmal seine Mannen, seine Saarbrücker. Denn sie wollen oben dran bleiben an der Tabellenspitze. Klevin spielt hier ein bisschen mit dem Feuer. Und jetzt nochmal der Ball nach vorn. Nazarov. Und nochmal Barilla mit. Dimitri Nazarov, der Auer Kapitän, heute nur eingewechselt. Nazarov. Immerhin mal ein Abschluss der Veilchen zum Ende dieser Partie. Weiter 0:0. Und Aue merkt, dass Saarbrücken auch nicht mehr so zielstrebig auf einen Dreier aus ist. Wieder Nazarov. Sie haben ihre Möglichkeiten und sie präsentieren sich formverbessert, stehen in der Abwehr richtig, richtig gut. Aber um hier was mitzunehmen, müssen sie über die Nachspielzeit hinaus die Null halten. Saarbrücken spielt es wie ein Handballspiel. Jetzt rein in den Strafraum, aber auch die letzte Chance vorbei. Eine gibt's noch. Ein langer Ball. Kunja. Aue verteidigt mit Mann und Maus. Und sie kriegen es tatsächlich hin. Ein Punktgewinn. Und ein formverbesserter FC Erzgebirge nimmt hier was mit aus Saarbrücken. Also, es hat sich gelohnt. 7 Umstellungen in der Startelf haben sich ausgezahlt. Timo Ross, ein 0:0 hier beim 1. FC Saarbrücken. Fahren Sie zufrieden nach Hause? Ich denke, es war für uns heute wichtig, dass wir dagegen halten, dass wir auch defensiv kompakter stehen als noch letzte Woche. Das haben wir gut gemacht. Und in der zweiten Halbzeit, wenn du den einen oder anderen Konter noch zielstrebiger ausspielst, kannst du hier gewinnen. Deswegen nehmen wir den Punkt heute mit. Den Punkt nehmen Sie mit, aber es wären 3 drin gewesen. Absolut. Heute auf jeden Fall gegen den starken Gegner, ja, hier in diesem tollen Stadion, kannst du heute definitiv gewinnen. Und das ist für uns mit diesem Neuanfang, mit diesem Neuaufbau, ja, ist das schon auch eine Erkenntnis, dass du mit dem Stil hier punkten kannst. War Saarbrücken leicht auszurechnen für Sie? Ich denke, was heißt leicht auszurechnen? Sie haben ihren Stil, ja, offensiv wie defensiv, ganz klar. Das haben wir vorher analysiert und unser Plan ging auf. Und wie gesagt, jetzt müssen wir es noch konsequenter nach vorne spielen, um dann auch endlich zu gewinnen. Wie hoch ist der Druck zu Hause? Ach, der Druck ist immer da. Aber nochmal, und es ist auch völlig normal, dass jetzt vielleicht der ein oder andere Kritiker kommt, ja, wenn du nicht so startest, wie du dir das vorstellst. Aber man muss auch sehen, dass es ein kompletter Neuanfang ist und wir ein bisschen Zeit brauchen, dass die Mechanismen greifen. Und die Zeit nehmen wir uns, aber trotzdem bin ich bei Ihnen, musst du natürlich auch mal gewinnen jetzt. Sprechen Sie selbst gar nicht von der Möglichkeit des Wiederaufstiegs? Also das wäre, glaube ich, sehr naiv jetzt von dem Aufstieg zu sprechen. Ich denke, wir sollten das wirklich als Übergangsjahr einleiten, weil wir 18 neue Spieler haben. Ja, es ist alles auf den Kopf gestellt worden. Und die Leute, mit denen wir dort zusammenarbeiten, die wissen schon, oder intern wissen wir schon, was zu tun ist. Von daher alles gut. Wir schauen, dass wir diesen Neuanfang positiv gestalten. Nächste Woche der erste Dreier? Würde ich so mitnehmen, auf jeden Fall. Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Dynamo Dresden im Sachsen-Derby ist dann der Gegner. Der erste Dreier käme für Aue dann sicher zur rechten Zeit.